So, meine lieben Knechten da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Drogöchen Popöchen. Wir sind wieder am Start, ja, das ist, ja, der Baulärm, die Dachdecker. Von morgens um 7:30 wieder schon direkt los und dann voll AK hier, richtig mit Lärm und alles, bis späten Nachmittag. Und jetzt fangen die an, hier gerade Rasen zu mähen, oder? Geil, oder? Aber es muss ja mal klappen. Klicken wir zum Beginn, damit wir direkt losstarten können und nichts daneben geht. Eben gerade hat mich Google Play tatsächlich nochmal aus dem Spiel rausgeworfen. Heieieiei. So, neue Version verfügbar. Wollen Sie jetzt runterladen? Nein, geht's gerade nicht. Dankeschön. Wir werden das danach machen. Weil ich habe es gerade probiert und es hat ewig gedauert. So. Droko nimmt meine Hand und zieht mich zu sich hin. Er lächelt mir zu und bittet mich, ihm zu folgen. Stimmt, wir wollen jagen gehen. Entschuldigung. Was jagen wir? Werwölfe, cool. Ne? Erfolg freigeschaltet, danke. Kapitel 6. Cool. Ist das schon soweit? Ich wusste gar nicht, dass wir ob im Kapitel 5 oder 4 gewesen sind. Ich dachte, das wäre alles irgendwie das ein oder dasselbe Kapitel. Okay. Gut. Drogo zieht mich hinter sich in Richtung Eingang her. Ich kann gerade noch so einen Pullover greifen. Wird bestimmt kalt draußen. Als ich unterhalb der Treppenstufen bin, sehe ich Nikolai, wie er sich bereit macht. Ist denn alles abgesprochen? Sahnetrüffelchen, ein kleiner nachtlicher Spaziergang? Ich sehe ihn provokant an. Er schaut verschmitzt. Ich nicke schüchtern. Ja, nicken wir mal schüchtern. Wir wissen ja gar nicht, was auf uns zukommt. Ich hoffe, dass sich das nicht stört. Natürlich nicht. Du bist herzlich willkommen. Zumindest scheint es nicht langweilig zu werden, wie ich zuerst befürchtet hatte. Das ist ja schon etwas. Was, wenn Vampire jagen... Wenn Vampire jagen, kann es langweilig werden? Okay. Also ich glaube nicht, dass... und wie gesagt, ich hätte eher Angst, dass ich der Gejagte bin. So, na, okay. Drogo gleitet an mein Ohr. Wir werden uns prachtig amüsieren. Ich lächle ihm zu. Als ich ins Freie trete, sehe ich zum Himmel. Es ist Vollmond. Ich stütze mich aufs Geländer und atme die frische Abendluft ein, die durch mein Haar weht. Es ist das erste Mal, dass ich mitten in der Nacht in den Wald aufbreche und dann auch noch mit Vampiren. Aber muss man das wirklich extra betonen? Wer geht denn schon nicht mit Vampiren auf die Jagd? Ja, wer? Gibt doch nichts Banaleres als das. Also ich mache das jeden Abend, ne? Ich bin hyper aufgeregt. Ich fühle mich etwas unsicher. Hyper aufgeregt trifft es. Ich bin ganz aufgeregt, bei den Gedanken an dieser Aktivität teilzunehmen. Ich bin gespannt, was es mit so einer Jagd auf sich hat. Drogo nähert sich seinem Bruder und gibt ihm einen leichten Klaps auf den Rücken. Und bereit? Warum denkst du noch immer, dass du was fangen wirst? Ach, ist das so? Ist er so unerfolgreich? Naja. Machst du dich über mich lustig? Ich werde dir eine Abreibung verpassen. Du warst wohl zu lange im Herrenhaus und bist glibberig im Kopf geworden. Nikolai schüttelt den Kopf und wirkt amüsiert über die Provokation des jüngeren Bruders. Ich wiederum bin es gar nicht gewohnt, Drogo so gut gelaunt zu sehen. Wahrscheinlich, weil die Jagd sehr, wie nennt sich das gleich, hier Hormone freisetzt. Er lacht mit seinen Brüdern und wirft mir im Vorbeigehen ein paar nette Worte hin. Es scheint fast so, als würde ihn die Aussicht, gleich auf die Jagd zu gehen, euphorisch stimmen. Einen Moment lang kommen in mir Zweifel auf. Bin ich hier mit ihnen wirklich richtig aufgehoben? Was ist das denn genau für eine Jagd? So eine mit Jägern und Beute. Ach echt? Warum nur wundert mich das? Er kommt mir näher und berührt mich fast. Unsere Atemluft vermischt sich. Ich werfe ihn verstohlenen Blick auf Nikolai. Zum Glück ist er zu sehr in Gespräch mit Peter vertieft und schenkt uns keine wirklich Aufmerksamkeit. Ich stoße ihn schonungslos weg. Ich lasse mich gehen. Tu das nicht. Man wird uns noch erwischen. Ach Quatsch. Er bekommt das doch gar nicht mit. Da bin ich mir nicht so sicher. Geh mal lieber ein bisschen weg. Er kommt meiner Bitte nach und muss dann lachen, als er sieht, wie beunruhigt ich aussehe. Nikolai, ich glaube, Sahnetrüffelchen macht sich Sorgen wegen unseren abendlicheren Programms. Nikolai kommt zu uns rüber. Er lächelt mir beruhigend zu. Ja, das sieht wirklich beruhigend aus. Komm, wir müssen aber wieder puzzeln. Oder Memory. So, ja, wie gesagt, wenn er lächelt, dann wäre das immer sehr, sehr beruhigend. Wir werden unsere Ersten jagen und du bist der Gejagte. Okay.
Immer, dass ich immer so viel Kopfkino hab, ne? Ja. Mhm. Ich sperre die Augen ganz weit auf. Na klar doch. Werden Sie also Menschen jagen? Sie haben mir doch versichert, dass Sie mir nichts tun würden. Euer Essen? Das soll heißen... Nikolai und Drogo sehen sich amüsiert an. Es muss unbezahlbar sein, wie ich gerade reinschaue. Ach Quatsch, nein, wie habe ich denn gerade gesprochen? Keine Menschen, sei da ganz versichert. Wie konnten Sie nur erraten, was ich gerade gedacht habe? Na, die können Gedanken lesen, du Heni. Bin ich etwa wirklich so transparent? Ich runzle einen Moment lang die Stirn. Er wollte doch eigentlich seine telepathische Kräfte nicht mehr an mir anwenden. Genau. Gut, wie sieht nun so also der genaue Ablauf aus? Wir jagen nur Tiere aus dem Wald. Nikolai mag die Menschen zu sehr, als dass er uns erlauben würde, sie zu vernaschen. Drogo, ein bisschen mehr Respekt. Ich möchte dich daran erinnern, dass Sahnetrufrutchen eine von ihnen ist. Nicht mehr so wirklich. Zauberin sind menschlich? Au. Ah. Spannend, oder? Die Folge. Also ich fand die toll, die Folge. Wirklich. Schade, dass sie schon wieder vorum ist. Kommt mir immer so vor wie so ein so und bam, das war schon wieder die nächste Folge, Drogöchen, Popöchen. Ich gebe Gas. Ich werde versuchen, gleich morgen noch meine rauszubringen und dann vielleicht zum Wochenende. Meine Ausbildung fängt wieder an, geht weiter. Also bei uns ist wohl Corona jetzt vorbei und mein Corona-Urlaub ist zu Ende, waren ja auch fast 2 Monate und ja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Reinschalten und tschüss, ihr Mäuse.